So, wie versprochen, die Auslosung für den September. Tatsächlich gab es da nur ein Bundle mit echtem Gewinnspiel. Bis auf Ende des Monats und das kommt am 15. ist da die große Verlosung. Da werde ich die Kommentare auch noch dazu schreiben. Gut, wir machen es kurz. Wir haben hier Heaven's Vault. Haben wir zweimal zu verlosen. Und Teilnehmer haben wir sechs Stück. Christina Egger auf 1, Oya Japa auf 2, Candy Harper auf 3, WM at Gmail auf 4, Pavel auf 5 und Nesjob auf 6. Das heißt also, es geht 1 bis 6 und wir ziehen zweimal die 4. Das heißt also, WM at Gmail hat gewonnen. Und er hat nochmal gewonnen, ist natürlich Quatsch, also nochmal. 5, der Pavel. Jawollo. So, alles klar. Das wäre es dann mit Heaven's Vault. Dann haben wir Orville. Orville haben wir zweimal zu verlosen und haben fünf Teilnehmer. Christina Ecke auf 1, Oya Japa auf 2, Kali Haber auf 3, Pavel auf 4, Nessab auf 5. Okay. Nummer 1. Nummer 1. Das ist die Christina Ecke. Schwupps. Und die 2. Naja, Oya Japa. Dich werde ich unter den Kommentaren nochmal kontaktieren, weil du hast jetzt zum ersten Mal was gewonnen. Ich habe also von dir noch keine E-Mail-Adresse, aber ich schreibe es dir in die Kommentare, dass du mir eine E-Mail schreibst und ich schreibe dir dann die Keys zurück. Super. Okay. Und dann der Überraschungserfolg framed. Haben wir auch sechs Teilnehmer: Christina Ecker, Oya Japa, Candy Harper, WM at Gmail, Pavel und Nesjap. Also die gleichen, ja. Und wir haben es auch zweimal zu verlosen. Der zweite Key ist grundsätzlich immer vom Revenger. So, zack. Das ist dann einmal der Pavel. Und die Christina Ecker. Die ist halt zweimal dabei, wie der Pavel auch. Ja, super. Achso, ja, und bei Swag and Sorcery hat nur der Nessop mitgemacht und kriegt natürlich auch den Key, den ja, den es da zu verlosen gibt. Und das war kurz und schmerzlos. Ich mache jetzt noch meinen Bundle-Test kompakt für das Bundle-Fest von Fanatical. Und dann bin ich für heute auch endlich fertig. Der Humble Choice Bundle-Test lädt auch gerade hoch. Jo, dann sehr kurzes Video, aber naja, mehr gab es nicht. Demnächst wieder mehr. Und ich würde mal sagen, macht's auf jeden Fall gut. Ciao.